Ja, willkommen zurück bei Star Wars Ritter der Alten Republik. In der letzten Folge haben wir erfahren, dass hier ein entführter Sohn von dem anderen Familienanwesen gefangen gehalten wird und den wollen wir jetzt versuchen zu befreien. Und dazu haben wir hier eine Karte gekriegt, mit der wir jetzt hier vordringen, uns heimlich da einzuschleißen ins Anwesen der Sandril. Ja. Hier bin ich. Leichte Blitzmine. Ja? Hier bin ich. Ja? Was? Ah, jetzt. Wunderbar. Klar. Gut, schauen wir uns mal um. Ne? Können wir ja vielleicht gebrauchen. Ist das eine Tür? Überwachungsraum. Steht da überall, wo es reingeht? Tür. Tür. Und dann geht es da so in die Kurve. Dann gehen wir mal zum Überwachungsraum. Vielleicht sieht es da Kameras, wo man sieht, wo wir hin müssen. Kommt mal her, falls da jemand drin ist. Ja? Ach, da ist noch einer. Das war's für euch. So, sehr gut. Hat eigentlich Mission. Ja? Fähigkeiten im Hinblick auf Computer. Nee, da habe ich selber die höchsten Computerfähigkeiten wahrscheinlich. Ja? Machen wir derweil mal diesen hier. So. Und jetzt schauen wir uns das an. Erstmal hier die Kiste aufmachen. Teile. Na gut. Sonst noch was? Nee, na dann ans Terminal. Ist das eine Tür? Das ist auch eine Tür. Überwachungsraum. So, eine Sonde. 5 Hammer. Nördliches Korridor überwachen. Zugriff. Aha. Wir sind quasi da drin und um die Ecke ist auch nichts. Videoaufzeichnung laden. Wie dem auch sei. Nichts passiert. Da sollte man hier was sehen in der Videoaufzeichnung? Zurück zum Systemmenü. Südlicher Korridor. Da steht einer. Videoaufzeichnung. Oh. Zurück zum Systemmenü. Sicherheitscomputerraum überwachen. Da stehen wir selber drin. Zentralen Sicherheitsraum überwachen. Oh. Da sind gleich 3 von der Sorte. Werkstatt. Ah, einer ist kaputt und 2 sind ganz.
Lagerraum. Da schaffen wir uns ja auch eine Art Karte, ne? Wenn wir das alles angucken. Lagerraum ist auch nicht schlecht. Gebietsschema herunterladen, abmelden. Okay, jetzt müsste man an der Karte sehen, wo das alles ist. Genau. Untersuchungszelle. Ah, da müssten wir hin. Wir können ja mal hier quer durchgehen. So, der ist hinüber. Wir können erstmal die Türen hier knacken. Was? Hat irgendjemand eine Fähigkeit mit den Türen? Ja, sie. Geht aber nur. Ja? Klar. Wenn ich aus dem Weg gehe. Hab euch. Einfach. Ein Medikit. Naja, warum nicht? Ja? Hab euch. Einfach. Ja? So, gucken wir nochmal in der Karte. So, jetzt gehen wir mal andersrum, ne? Wir wollen dann ein bisschen Loot einsammeln. Wenn wir schon hier sind. Die Kiste haben wir ja schon aufgemacht. Er hat noch eine Droidenpanzerung bei sich. Ja? Du machst mal die Kiste auf. Hab euch. Einfach. Klar. Kontrollraum, da waren ganz viele Droiden drin. Hier scheint nichts zu sein. Überwachungsraum. Gefängnisschlüssel. Aha. Ja, ein Gefängnisschlüssel. Dieser Schlüssel öffnet die Zelle des Central-Anwesens. Sehr gut. War es also ganz gut, dass wir hier lang sind. Haben die Droiden nichts hinterlassen? Keine Hinterlassenschaften? Und du? Dich könnt mal. Fehlerhafter Dingsbums. Überwachungsraum, Ausgang. Da ist niemand. Hier ist eine Tür. Aha, ja. Bitte findet Chen und rettet ihn, bevor mein Vater etwas tut, was er ewig bedauern wird. Ich würde euch ja zum Gefängnis führen, doch mein Vater darf mich nicht mit euch sehen. Chens Gefängnis liegt im Südwesten des Anwesens. Seid vorsichtig. Es patrouillieren zahlreiche Sicherheitsdruiden in den Gängen. Und bitte beeilt euch. Ihr seid Chens einzige Hoffnung. Was ist eigentlich das Problem zwischen den beiden Familien? Ach, Lan Matalei und mein Vater streiten, seitdem sie sich auf dieser Welt niedergelassen haben. Mein Vater sagt, Ach Lan ist arrogant, stur und grobschlächtig und setzt immer seinen Willen durch. Er ist reich und der Ansicht, dass ihm sein Reichtum das Recht gibt, mit anderen umzuspringen, wie es ihm beliebt. Mein Vater kämpft gegen Ach Lan, weil es sonst niemand tut. Doch jetzt ist er zu der Ansicht gelangt, dass Ach Lan meinen Bruder Kasus entführt hat.
und hat aus Rache Shen gefangen nehmen lassen. Bitte findet Shen und befreit ihn. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Okay. Wir gucken trotzdem mal in deine Kiste. Vielleicht hast du was, was uns hilft. So. Überwachungsraum. Da werden nochmal jede Menge Droiden drin sein. Wusste ich's doch. Ja? War doch ganz synchron. Tourkit. Computersonde. War hier gerade noch was? Haben die noch was hinterlassen? Kontrollraum. Kommen die jetzt mit? Ja? Nimm das! Das tat weh! Sind wir noch ganz gut durchgekommen. Spektralvisor. Ein Reaktionsimplantat. Den Kontrollraum waren wir ja schon. Bloß nicht gesehen, dass da eine Tür ist. So, jetzt waren wir überall, glaube ich, und jetzt gehen wir zum Gefängnis. So, gehen wir hier rum. Kürzester Weg. Hier bin ich. Ja? So, jetzt nichts wie rein ins Gefängnis. Ach so. Ja? Ich dachte, wir hätten eine Karte. Hab euch. Wo rennst denn du rum? Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Arbeitet ihr für meinen Vater? Ich bin hier, um euch zu retten, Shen. Hat euch schon mal jemand gesagt, dass ihr zu viele Fragen stellt? Setzt euch und seid still. Ich bin hier, um euch zu retten, Shen. Mich retten? Nein, ich werde nicht gehen. Es ist zu gefährlich. Ich werde euch beschützen, Shen. Gehen wir. Es ist nicht meine eigene Sicherheit, die mich kümmert. Ich sorge mich um das Schicksal von Nuriks Tochter, Rahasia. Sie versucht, ihren Vater davon zu überzeugen, mich freizulassen, seitdem ich gefangen genommen wurde. Wenn ich entkomme, wird Nurik denken, dass Rahasia schuld daran ist. Nurik ist aufgrund des Verlusts seines Sohnes Kasus vor Gram fast verrückt. Wenn ich mit euch gehe, wird Rahasia leiden. Ich darf das nicht zulassen. Was ist, wenn wir Rahasia mitnehmen? Auch gut, dann bleibt ihr hier verortet. Was ist, wenn wir Rahasia mitnehmen? Wenn ihr Rahasia davon überzeugen könnt, gemeinsam mit uns zu fliehen, begleite ich euch. Ich weiß jedoch nicht, ob sie bereit wäre, sich von ihrer Familie und ihrem Zuhause zu trennen. Wer kann sich schon vorstellen, dass eine Sandrel so etwas für einen Matterley tut? Aber wenn sie nicht geht, dann bleibe ich ebenfalls. Ich sehe lieber dem Tod ins Auge, als zu riskieren, dass sie dem Zorn ihres Vaters ausgesetzt ist, weil ich entfliehen konnte. Warum hassen sich denn die beiden Familien so sehr? Mein Vater denkt, dass alle Sandrels Diebe und Lügner sind.
Seiner Meinung nach sind sie ihm hierher nach Dantooine gefolgt, um ihm das zu stehlen, wofür er hart gearbeitet hat. Mein Vater ist ein Egoist und manchmal kann er sehr gewalttätig sein. Aber ich denke, er empfindet viel für mich. Rahasias Vater scheint ein ähnlicher Mann zu sein wie mein Vater. Sie sind beide viel zu unvernünftig, als dass man mit ihnen über das Oberhaupt der anderen Familie sprechen könnte. Ich denke, die einzige Hoffnung, die mir und Rahasia bleibt, ist es, beiden zu entfliehen. Bitte findet Rahasia und sprecht mit ihr. Überzeugt sie davon, gemeinsam mit mir von hier zu fliehen. Ah, wieder ein Aufstieg, endlich. Level aufstieben, ja, Fähigkeiten, ja, und auch Computer noch eins mehr. Bewusstsein, getarnte Objekte, überreden. Machen wir mal das, ne? So, Talente. Bonuspunkt, Sprengstoff und Dingsbums-Einsatz. Das ist voll. Das ist auch voll. Das braucht er nicht. Das kann er nicht weitermachen. Was ist das? Jedi-Verteidigung. Laserschüsse abwehren kann ich erhöhen. Mhm. Einhändig geführt könnte man noch weiter aufwerten. Was ist das? Machtempfänglichkeit. Das. Jedi-Sinne. Verbesserte Jedi-Verteidigung. Waffenkenntnis Laserschwert plus 1 Bonus. Okay, und Kräfte. Macht Aura, Geschwindigkeitsschub, Macht Tapferkeit, Macht Widerstand, Energiewiderstand, Geist verändern. Beeinflusse deinen Gesprächspartner mit Hilfe der Macht. Ein Jedi mit dieser Fähigkeit hat in Gesprächen zusätzliche Möglichkeiten. Na, dann machen wir das mal. Zusätzliche Möglichkeiten sind immer gut. Annehmen. So, schließen. Dann komm mal mit. Oder kommst du jetzt mit? Nee, kommt nicht mit. Aber die stand ja hier rum. Was macht ihr hier? Habt ihr Shen schon gefunden? Klar. Ich versuche Shen zu retten. Aber ich werde von hier nicht ohne euch fortgehen, Rahasia. Kommt mit mir, Rahasia. Das ist der einzige Weg, wie Shen das Anwesen verlassen wird. Shen kann manchmal stur sein. Wenn mich einer der Sicherheitsdruiden in den Gängen sieht, wird Vater sicher misstrauisch. Ich kann das nicht riskieren. Doch ich weiß, dass Shen lieber sterben würde, als mich hier allein zu lassen, dem Zorn meines Vaters ausgesetzt. Sagt Shen, ich warte außerhalb der Tore auf ihn. Ich warte dort so lange wie möglich, aber ihr müsst euch beeilen. Und dann aber wirklich. So, also wieder zurück. Die noch was liegen lassen? Nee. Ihr seid zurück. Habt ihr mit Rahasia gesprochen? Ja, ja. Sie hat uns versprochen, dass sie außerhalb der Tore auf uns warten würde. Ich bete, dass sie mir nicht nur das sagt, was ich hören will. Aber ich muss das Risiko eingehen. Dann sollten wir uns beeilen. Wir dürfen Rahasia nicht warten lassen. Shen, du bist in Sicherheit. Rahasia, dank sei allem, was gut und gerecht ist. Du konntest entkommen. Wir verdanken es nur der Hilfe der Jedi, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Ich danke euch, Jedi, für alles, was ihr für uns getan habt. Wir sollten rasch von hier verschwinden. Ihr habt recht, wir sollten das so rasch wie möglich tun. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis mein Vater erkennt, dass wir verschwunden sind. Ihr habt recht. Wir sollten... Oh oh. Na prima. Endlich bist du wieder da, Shen. Vater! Mr. Matalei! Rahasia! Vater! Mr. Sandral! Nurik! Ahlan! Ich wusste, das war euer Werk. Ich wusste, dass ihr meinen Sohn entführt habt. Ihr habt mir meinen Kasus lange zuvor weggenommen. Ihr habt damit angefangen. Spart euch eure Ausflüchte. Jetzt will ich Rache für eure Verbrechen. Warum schießt ihr euch nicht einfach gegenseitig, dann ist endlich Ruhe.
Jetzt weiß er dich einfach beruhigen. Bitte höre ihm zu, Vater. Warum sollte ich auf einen Jedi hören? Ihr wollt nur, dass er bei dieser Sandril bleibt. Meine Tochter ist keine Hexe, Matalei. Jetzt beruhigen Sie sich sofort beide. Wir versuchen hier eine vernünftige Lösung zu finden. Schließlich sind wir vernünftige Leute. Doch es sind unsere Kinder, die so stur sind. Wenn Shen nur einsähe, dass er zu tun hat, was ich ihm sage, wäre das schnell geregelt. Shen ist in der Lage, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Nein, ich werde das nicht zulassen. Das kümmert mich nicht. Dann werden Rahasi und ich eben allein unser Glück versuchen, wenn wir nicht akzeptiert werden. Du wirst nichts derartiges tun. Ich bin dein Vater und ich befehle dir, mit mir zurückzukehren. Nein, Vater, das werde ich nicht. Rahasia, du wirst nicht... Du wirst nicht mit dem Matalei-Burschen gehen. Doch, ich gehe, Vater. Du kannst mich nicht aufhalten. Wir gehen zur Enklave. Törichtes Mädchen! Seid nicht so selbstsüchtig, Nurik. Und wir sollen hier einfach herumstehen und nichts tun? Glaubt ihr, dass ich sie so einfach ziehen lasse? Druiden, haltet sie auf! Ihr werdet eure Druiden nicht auf meine Tochter hetzen. Druiden, sie dürfen Rahasia nicht bekommen. Wir sitzen in einer Sackgasse und sie sind entkommen. Ihr seid schuld, Ahlan. Ihr seid schon immer zu gewalttätig gewesen. Ich? Ihr wart doch derjenige, der hier mit Kriegsdruiden anmarschiert ist. Ihr müsst nicht mehr kämpfen. Ich werde nicht eher ruhen, bis Shen wieder da ist. Der Rat wird von dem Ärger erfahren, den ihr verursacht habt, Jedi. Ja, das wird er. Na prima. Aber die sind entkommen, oder? Dann gehen wir noch mal fix zurück zum Rat. Das können wir aber, glaube ich, über die Karte machen, ne? Mission, bist du's? Ich bin's, Lena. Weißt du noch? Ich war auf Taris mit deinem Bruder zusammen. Lena? Was machst du hier? Wo ist Griff? Ich bin nur auf der Durchreise. Griff und ich haben uns einige Monate, nachdem wir Taris verlassen hatten, getrennt. Ist wohl besser so. Dein Bruder bringt Unglück. Rede nicht so über meinen Bruder, du aufgeblasene Schlampe! Nimm das sofort zurück, oder ich reiß dir deine verdammten Tentakel aus! Mission, was ist denn los mit dir? Was habe ich dir denn getan? Ihr nahmt ihr ihren Bruder und habt sie allein auf Taris zurückgelassen. Das ist nicht ganz richtig. Mission hätte uns begleiten können, aber sie wollte ja nicht. Es war allein ihre Entscheidung zu bleiben. Du lügst. Griff hat gesagt, dass du seine kleine Schwester nicht mitschleppen wolltest. Deshalb musste er mich zurücklassen. Das hat er dir erzählt? Ich wollte, dass du mitkommst, Mission. Ich hätte sogar dein Ticket bezahlt. Warum auch nicht? Ich habe sowieso alles bezahlt. Dieser verdammte Schmarotzer. Mir hat er gesagt, dass du zu sehr an Taris hängst. Also wollte ich ihn überreden, ebenfalls zu bleiben. Aber er bestand darauf, dich erst später nach Tatooine zu holen. Das war auch eine seiner Lügen. Nein, die Einzige, die hier lügt, bist du. Griff hätte mich nie zurückgelassen. Vielleicht dachte er, du wärst auf Taris besser dran mischen. Überleg doch mal. Wenn Griff dich nicht loswerden wollte, warum hat er dir nicht gesagt, wohin wir fliegen? Als wir Taris verlassen hatten, erzählte er mir, dass du immer nur ein Klotz am Bein warst. Tja, Griff macht immer andere für seine Probleme verantwortlich. Deshalb hat er dich verlassen. Als mein Geld alle war, hat er dasselbe mit mir gemacht. Plötzlich gab er mir die Schuld, dass seine verrückten Pläne nicht funktionierten. Wo ist Griff jetzt? Immer noch auf Tatooine, soweit ich weiß. Nicht, dass es mich interessieren würde. Und Mission sollte diesen Taugenichts am besten auch vergessen. Aber Griff ist mein Bruder. Ich kann nicht einfach so tun, als gäbe es ihn nicht. Wenn er hier wäre, um sich zu verteidigen, würde Lena nicht so über ihn reden. Hey, wenn du mit Griff reden willst, nur zu.
Soweit ich weiß, arbeitet er neuerdings in den Minen der Cherka Corporation auf Tatooine. Wie dem auch sei. Ich will den Mistkerl nie wiedersehen. Griff ist ohne dich sowieso besser dran, du strippende Tentakelschlampe. Tja, das war mein Stichwort. Ich wollte dich nicht provozieren, Mission. Aber eines Tages wirst du erkennen, dass ich recht hatte. Hoffentlich ist es dann nicht schon zu spät. Okay. Überraschende Neuigkeiten. Aber wir sind ja zurückgekommen, um was ganz anderes herauszufinden. Zumindest sind alle von den Familien noch am Leben, ne? Rahasia Sendrel und Shen Matalay sind in die Enklave gekommen und baten um Asyl und Schutz vor ihren Familien. Der Rat hat beschlossen, ihnen dieses Asyl zu gewähren. Ihre Liebe zueinander wurde ihnen durch die Einmischung ihrer Eltern verwehrt. Wir haben erfahren, dass ihnen die Flucht hierher nur durch euer Einschreiten möglich war. Es ist zwar bedauerlich, dass die Kluft zwischen den Familien nicht überbrückt werden konnte. Doch es ist gut, dass die beiden jungen Liebenden ihr Leben frei von Unterdrückung leben können. Okay, na gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Zu den Ruinen, ne? So, wo ging es da nochmal raus? Auf der anderen Seite. Da können wir ihn gleich nochmal wegen den Mandalorianern fragen. Wir haben ja jetzt noch einen erwischt. Aber keine Ahnung, wo der Chef sich rumtreibt. Jetzt wissen diese Mandalorianer endlich, wie es ist, gejagt zu werden. Doch jetzt, wo ihr etliche Mandalorianer eliminiert habt, werden sie nicht ruhen, bis ihr nicht ihren Anführer besiegt habt. Ihr müsst ihn ebenfalls finden und eliminieren. Okay. Ich danke euch, Jedi. Der muss praktisch irgendwo noch sein. Achso, hier hinter. Ging es jetzt hier hinter? Ich muss schon mal auf der Karte gucken. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier hinter zum Tempel. Weil der Mandalorianer, der kann überall sein. Ich möchte jetzt nicht quer, fällt ein, einfach nochmal überall hin. Oh, falsch gelaufen. Hier muss ich hinterlaufen. Ihr kriegt mich nie. Na, Bastila, kommt sie auch? Dachte schon, die hilft mir gar nicht. Da ist noch einer, da sind ja die Ruinen. Vielleicht kriegen wir das Ding jetzt auf. Ah, jetzt gehen sie auf. Okay. Da ist noch so eine Tür. Oh, altertümlicher Droide. Kann ich mit ihm sprechen? Dieser Droide spricht eine Sprache, die du nicht kennst. Was für eine Sprache ist das? Was willst du mir sagen? Jetzt spricht er wie ein Wookie, oder?
verstehe dich immer noch nicht. Ich glaube, der Droide versucht in verschiedenen Sprachen mit uns zu kommunizieren. Immer wenn er mit uns sprach, benutzte er einen anderen Alien-Dialekt. Vielleicht versteht er uns sogar. Das einzige Problem besteht darin, dass er nicht auf die Begriffe einer Sprache programmiert wurde, die wir verstehen. Ich kann die Sprachen aller Sklaven der Erbauer reproduzieren. Hey, das habe ich verstanden. Auch ich kenne diese Sprache. Eine archaische Variante des Helkath-Dialekts, wie er auf Manaan gesprochen wird. Aber warum sollte ein Druide auf Dantooine darauf programmiert sein, alte Helkath zu sprechen? Die Kommunikation unter den Sklaven war beim Bau dieses Tempels sehr wichtig. Nur so konnten alle Wünsche der Erbauer erfüllt werden. Aber ihr seid weder ein Sklave noch ein Erbauer. Ihr ähnelt vielmehr dem, der vor euch kam. Er bezieht sich offenbar auf Revan, der dunkle Lord und Malax in diesem Droiden wahrscheinlich begegnet, als sie diese Ruinen erforschten. Was oder wer bist du? Warum bist du hier? Ich bin der Aufseher. Die Erbauer haben mich darauf programmiert, die Sklaven beim Bau dieses Monuments zu Ehren der Sternenschmiede zu disziplinieren. Als das Werk vollbracht war, wurden alle Sklaven getötet. Seitdem bin ich programmiert zu dienen, sollte jemals ein Erbauer nach der Sternenschmiede suchen. Wie lange bist du schon hier? Meiner Aufzeichnung zufolge hat sich der abgelegenste Planet dieses Systems seit dem Verschwinden der Erbauer mehr als 10.000 Mal um die Sonne gedreht. 10 Umdrehungen der Kernwelt dauern länger als 20.000 Jahre. Wenn das stimmt, wäre dieser Droide nahezu 5000 Jahre älter als die Republik selbst. Da muss ein Irrtum vorliegen. Das ist ausgeschlossen. Ich arbeite mit dem gleichen Chronologiesystem wie die Sternenschmiede selbst. Meine Berechnungen sind unfehlbar. Wer sind diese Erbauer, von denen du immer wieder sprichst? Die Erbauer sind die Herren der Galaxis, die Eroberer aller Welten, die Herrscher über ein grenzenloses Reich und die Schöpfer der Sternenschmiede. Diese Erbauer müssen einer ausgestorbenen Rasse angehört haben. Denn es ist merkwürdig, dass ihre Existenz nirgendwo vermerkt ist. Selbst in den Archiven der Jedi-Akademie werden sie nicht erwähnt. In den Jahren vor der Republik waren die Hutten eine dominierende Macht in der Galaxis, ohne jemals ein eigenes Imperium geschaffen zu haben. Ich kenne keine Spezies, auf die diese Information zuträfe. Der Droide spricht Zelkath. Vielleicht waren sie die Erbauer. Zelkath waren nichts als Sklaven und Diener der wahren Herren. Wie alle anderen Rassen verbeugten sie sich vor der Macht der Erbauer und der Sternenschmiede. Das Reich der Erbauer ist grenzenlos und ewig. Nichts kann gegen die unendliche Macht der Sternenschmiede bestehen. Was ist die Sternenschmiede? Die Sternenschmiede ist der Stolz der Erbauer, Symbol ihres grenzenlosen Reichs. Werkzeug der Eroberung, ihre Macht ist unermesslich. Aber was ist sie genau? Was macht sie? Du weißt selbst gar nicht, wie es die Sternenschmiede ist, oder? Ich frage lieber so. Aber was ist sie genau? Was macht sie? Die Sternenschmiede ist der Stolz der Erbauer, Symbol des Grenzentums, Reichs, Werkzeug der Eroberung, ihre Macht ist unermesslich. Okay. Haben's kapiert, er weiß es wirklich nicht. Der Droide ist offenkundig nicht mit dem Wissen programmiert, das wir suchen. Die Sternenschmiede. Das klingt wie eine Waffe oder so etwas. Es könnte aber alles Mögliche sein. Könnte es sich bei ihr um eine Fabrik gehandelt haben, vielleicht für Waffen? Vielleicht. Das würde erklären, warum die Sith so schnell eine Flotte zusammenziehen konnten. Aber ich glaube, dass die Sternenschmiede etwas viel Mächtigeres sein muss als eine bloße Fabrik. Vielleicht hat der Droide mehr Informationen, als wir verwerten können. Er scheint euch zu antworten. Vielleicht solltet ihr ihm eine andere Frage stellen. Wie können wir die Sternenschmiede finden? Seit der Vernichtung der Sklaven diene ich denen, die nach der Sternenschmiede suchen, wenn sie würdig sind. Oder liegt hier einer? Euer Vorgänger, die ihr weder Sklaven noch Erbauer waren, forschten nach dem Wissen um die Sternenschmiede und ihren Ursprung. Sie haben sich als würdig erwiesen. Sie
befanden die Geheimnisse der Sternenschmiede hinter dieser versiegelten Tür. Doch ein anderer vermochte das Rätsel nicht zu lösen und bezahlte dafür den ultimativen Preis. Der Druide spricht wahrscheinlich über den armen Nemo. Der Rat sandte ihn hierher, um Untersuchungen anzustellen. Das kostete ihn das Leben. Hast du die Jedi da drüben getötet? Ich bin weder auf Kampf programmiert, noch habe ich den, der versagte, verletzt. Der Tempel selbst vernichtet jeden, der sich das Wissen um die Sternschmiede nicht als würdig erweist. Wie kann ich die versiegelten Tore hinter dir öffnen? Prüfungsbereiche liegen im Osten und Westen. Dort können diejenigen, die den Willen der Bauer erkennen, deren Geheimnisse offenbaren und die Türe öffnen. Doch denjenigen, der versagt, wird der Tempel vernichten. Mehr zu sagen, verbietet mir meine Programmierer. Revan und Malak öffneten die versiegelte Tür und entdeckten das Geheimnis der Sternenschmiede. Nun benutzt Malak die Sternschmiede, um seine Eroberung der Republik voranzutreiben. Wir müssen herausfinden, was sie entdeckt haben. Wir müssen diese Türen öffnen, um mehr über die Sternenschmiede zu erfahren. Das Schicksal der Republik hängt davon ab. Okay, Aufstieg. Ja? Kräfte, das kannst du noch nicht machen. Okay. Das haben wir alles. Na, machen wir Machtwirbelsturm. Okay, annehmen. Schließen. Und du, ja? Mischen? Ja? So, jetzt sollen wir links und rechts durch die Türen gehen. Seid ihr da? Ja gut. Na dann, auf die Tür. Wachtroide, den sollen wir scheinbar zerstören. Gerettet. Was kann ich tun? Hier bin ich. Nimm das. Ja. Ja? Hier, nimm das. Was kann ich tun? Nimm das! Ja? Hier bin ich. Ha!
Klar. Kann die noch was anderes machen? Nee. Ja? Ha! Ihr könnt nicht gewinnen. Ha! Die Macht ist auf meiner Seite. Hier bin ich. Ha. Ihr kriegt mich nie. Ihr kriegt mich nie. Ja? Jetzt haben wir mich. Das war's für euch. Ja. Na, der hatte war ja ganz schön heftig. Klar. Was? Ein Knopf drücken, viele Knöpfe in zufällige Reihenfolge. Mit dem Computer sprechen. Den Computer in Tritt versetzen. Versuche das uralte System zu knacken. Fehlschlag, das System nicht kennst und den Output nicht verstehst, bist zum Scheitern verurteilt. Mit dem Computer sprechen. Der Computer verstummt. Nach einiger Zeit erscheinen äußerst ungewöhnliche Zeichen auf dem Bildschirm. Der Computer sendet eine Tonfolge, die dein Datapad leise wiederholt. An der Vorderseite der alten Maschine öffnet sich ein Eingabeschacht. Das Datapad in die Vorrichtung einstecken. Der Computer interagiert mit dem Datapad wieder, wird der Bildschirm schwarz. Wenig später erscheinen einige bekannte kantere Zeichen. Daten mit dem Computer sprechen. Das ist eine nice Summe, scheinen die Daten des Datapads zu verarbeiten. Datapad wird ausgeworfen, nach einer kurzen Pause beginnt der Monitor erneut zu flackern. Daten ausgewertet, Sprachanalyse abgeschlossen. Weiter. Aufforderung: Initiieren Sie die drei primären todbringenden Planetensysteme. Tja, vulkanisch. Ja. Weitere Planetentypen. Öde wahrscheinlich. Und unfruchtbar. Planetentyp ist todbringend. Todsiegel wird geöffnet. Spitze. Jetzt müssen wir dasselbe wahrscheinlich auf der anderen Seite nochmal tun. Seid weder Sklave noch Bauer, wenn ihr nach den geheimlichen Sternenschild steht, müsst ihr euch würdig erweisen, nur dann wird sich die versiegelte Tür öffnen. Ich gehe jetzt. Bleib hier, wie es meine Programmierung entspricht. Was hast denn du, Nemo, eigentlich? Robe eines Jedi-Ritters. Kristall-Sigil. Robe eines Jedi-Ritters, mal gucken.
Verteidigungsbonus 2, Geschicklichkeitsbonus plus 8. Mitglieder des Jedi-Ordens hüllen sich traditionell in einfache Stoffe, allerdings bietet diese Robe dem Jedi bei seinen verantwortungsvollen Aufgaben zusätzlichen Schutz. Naja, ich lasse das erstmal an. Hier habe ich ja noch eine Jedi-Robe. Aha. Die hat 17. Die hat zumindest 18. Naja, abbrechen. Schließen. Machen wir die Tür hier auf. Wird dasselbe wieder sein. Ja, dachte ich mir. Ja? Nimm das! Oh je. Da war mir der Eistyp aber lieber. Ja? Was kann ich tun? Ich zeig's euch. Hier, nimm das. Hey, du machst nur meine Leute kaputt. Was kann ich tun? Hier, nimm das. Dafür bezahlt ihr. Was kann ich tun? Ja, schön, wenn wir auch mal treffen würden. Klar. Hier, nimm das. Hier bin ich. Nimm das. Das war's für euch. Du musst mal ein bisschen näher ran. Du triffst da überhaupt nicht. Hier, Papi! Das war's für euch. Klar. Was? Hier bin ich. Dafür bezahlt ihr. Ja? Was kann ich tun? Ha!
Ja? Nimm das! Ja? Jetzt. Na, das war ganz schön heftig. So, na gut. Altertümliches Terminal. Den Computer sprechen. Computer verstummt nach einer Zeit anscheinend. Ungewöhnliche Zeichen. So. Datapad in die Vorrichtung. Computer sprechen. Jetzt geht's los. Identifizieren Sie drei primären lebensfreundlichen Planeten. Ozeanisch. Lebensfreundlich. Bewaldet. Lebensfreundlich. Und grün. Na gut, das war nicht schwer, ne? Schwer waren die Droiden. So. Hat es jetzt aufgemacht? Gibt's hier sonst noch was? Wrack. Ja, froh sein. Lach hier auch noch ein Wrack rum? Nö. Wunderbar, dann gehen wir mal reingucken. Noch eine Tür. Das muss es sein, was Revan und Malak gefunden haben, als sie den Tempel betraten. Von dort aus müssen sie ihre Reise in die Tiefen der dunklen Seite begonnen haben. Was ist das? Das ist eine Karte. Eine intergalaktische Navigationskarte oder so etwas. Revan und Malak müssen sie benutzt haben, um die Sternenschmiede zu finden. Mithilfe dieser Karte könnten wir ihrem Weg folgen und die Sternenschmiede ausfindig machen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Sie können Fallen gestellt oder ihre Funde verborgen haben. Ich verstehe die Sache mit der Sternenschmiede noch immer nicht. Was macht sie? Ich weiß es nicht. Aber Revan und Malak waren offenbar sehr daran interessiert, es zu finden. Es muss eine Art Werkzeug oder eine Waffe sein. Vielleicht kann uns der Rat mehr sagen. Aber ich glaube, dass wir mit dieser Karte die Sternenschmiede finden können, was immer sie ist. Seht ihr diese Welt hier? Das sieht aus wie Korriban, eine Welt der Sith. Und wenn das Korriban ist, dann ist das Kashyyyk und Tatooine. Und hier liegt Mana'an, aber einige Teile fehlen. Unvollständige Hyperraumkoordinaten, unbrauchbare Daten und nicht der geringste Hinweis, wo sich die Sternenschmiede selbst befinden könnte. Vielleicht finden wir auf diesen Welten weitere Hinweise. Das habe ich mir auch schon überlegt. Vielleicht führt uns diese Karte gar nicht zur Sternenschmiede. Aber ich weiß, dass Revan und Malak Korriban mindestens einmal besucht haben. Vielleicht haben sie dort etwas entdeckt. Vielleicht haben sie auch auf den anderen Welten, die einst auf dieser Karte standen, etwas gefunden. Wenn wir alle Teile finden, führt uns das möglicherweise zur Sternenschmiede. Und zu einer Möglichkeit, sie zu zerstören. Wir müssen den Rat über unsere Entdeckung informieren. Dort wird man entscheiden, was zu tun ist. Aber ich schätze, unsere Aufgabe hat gerade erst begonnen. Na prima. Komm, mal klein mal diesen hier. Und nochmal diesen. Ja? Ja? Und du machst auch mal diesen. So. Hä? Ja, sieht doch nett aus, ne?
So. Der Droide jetzt was zu sagen noch. Ihr habt euch würdig erwiesen. Die versiegelte Tür ist offen. Wenn ihr das Geheimnis der Sternenschmiede lüften wollt, müsst ihr jetzt durch diese Tür gehen. Geh jetzt. So. Na gut, wir waren ja gerade durch die Tür gegangen. Also wieder raus hier. So, und jetzt, nachdem wir den Kasshund hier aus dem Weg geräumt haben. Ja? Geht's weiter. Das war's für euch. Na komm. Der kann uns doch jetzt wirklich nichts mehr anhaben. Wir könnten noch mal kurz nach dem Mandalorianer schauen, ob wir den Chef noch irgendwo erwischen. Ansonsten gehen wir zurück zum Jedi-Rat. Der spielt bloß. Was war das dort für ein Anwesen? Das Matalee-Anwesen. Gehen wir hier rüber, vielleicht sehen wir ja irgendwo den Mando-Chef. Matalee. Mal den kleinen Weg noch mal rum. Wenn wir ihm nicht begegnen, hat er vielleicht Angst gekriegt. Hier war ja auch einer. Den haben wir ja erwischt. Mal kurz hier auf den Berg schauen. Hier lang ins Gehölz. Sandra. Hier waren wir ja zuletzt, ne? Kann er ja nur noch im Gehölz sein. Halt, hier ging es um die Kurve. Anderen Mandalorianer. Hier ist nix. Hier geht's wieder hoch. Darf ich da holen mich meine Freunde dann wieder ein? Gehölz. Okay, muss die Leute einsammeln. Kommt mal mit.
seiden ihr. Jetzt kommt. Können sie ja nur noch im Gehölz sein, die Mandalorianer, ne? Oh. Wenn man vom Teufel spricht, heißt es ja, ne? Sherrok. Ich will eigentlich nicht mit ihm sprechen. Ich wollte eigentlich ein Grüßungsgeschenk hinlegen, aber... Ihr seid es also. Ihr habt euch eingemischt. Ihr habt uns eine Menge Ärger gemacht, Jedi. Ich werde euren Kopf zu den anderen Köpfen von Jedi stellen, die ich ausgelöscht habe. Ein weiteres Laserschwert für meine Trophäensammlung. Jetzt werdet ihr sehen, warum wir Mandalorianer gefürchtet sind. Das will ich gar nicht sehen. Wie sind denn das? Hier bin ich. So, zumindest sind es schon mal weniger. Ne, ein paar sind zusammengebrochen. Cheffy hat die Hälfte. Den versuchen wir erstmal mit der Macht ein bisschen. Aus dem Konzept zu bringen. Und du schießt mal drauf. Und hoffentlich nicht daneben. So, gucken. Hat leider nicht funktioniert. Schade. Da hinten ist noch einer. Der ist immun. Dann war das Verschwendung. Das tat weh! Sehr gut. Ah, oh. Steht ja immer noch. Ja? Ja? Ja. Sehr gut. War nichts in dem Behälter. Ah, du hast da sicher was einstecken. Du hast zwei Laserschwerter. Plinkatio, Schallabsorber. Aha, ist cool. Zwei Laserschwerter. Soll ich vielleicht doch auf mehrere Laserschwerter gehen? Doch der kleine Umweg noch gelohnt, den wir hier gemacht haben. Ist nur was hier?
Nee. Ja? Was kann ich tun? Du machst nochmal diesen hier. Ja? So, und jetzt nach Norden. Schnell. Lass die Hunde in Frieden. Alle da? Ja, wunderbar. So. Da vorne dürft's schon wieder zur Enklave gehen. Genau. Hast du was Gescheites? Leichter Prontium-Kampfpanzer. Casus Fetz-Kampfpanzer. Achso, da hatte die unverschämten Preise, ne? Okay, schließen. So, Jon, pass mal auf. Jetzt wissen diese Mandalorianer endlich, wie es ist, gejagt zu werden. Doch jetzt, wo ihr etliche Mandalorianer eliminiert habt, werden sie nicht ruhen, bis ihr nicht ihren Anführer besiegt habt. Ihr müsst ihn ebenfalls finden und eliminieren. Hab ich doch schon. Ich habe gerade gegen den Anführer gekämpft und ihn eliminiert. Ich danke euch, Meister. Meine Tochter kann jetzt, hoffe ich, in Frieden ruhen. Hier ist die Belohnung, die ich euch versprochen habe. Kein Grund für eine Belohnung. Nein, bitte nehmt. Diese lächerliche Summe ist ohnehin niemals ausreichend für das, was ihr für mich getan habt. Ich danke euch nochmals. Ich werde dem Rat von euren großen Leistungen erzählen. Na gut, 1000 Credits, nicht schlecht. So. Oh, Bastila, die hat noch was auf dem Herzen. Wie kann ich helfen? Ich möchte über den Traum sprechen. Es war weniger ein Traum als vielmehr eine Vision. Eine Vision, die wir beide gemeinsam hatten. Aber ich bin fest entschlossen, auch die Fragen zu beantworten, die der Rat der Jedi nicht beantwortet hat. Ich kann doch immer nicht verstehen, warum wir die Vision geteilt haben. Fragt ihr euch, warum wir die gleiche Vision hatten? Oder warum wir sie überhaupt erhalten haben? Zur ersten Frage kann ich nur das wiederholen, was der Rat uns sagte. Unsere Schicksale sind miteinander verbunden. Und wenn die Macht so stark ist wie in uns beiden, ist diese Bindung nahezu physischer Natur. Die zweite Frage kann ich nicht beantworten. Die Macht hat ihren eigenen Willen. Vielleicht sollten wir für das, was uns zuteil wurde, einfach nur dankbar sein. Aber wie konnte es geschehen, dass unsere Schicksale miteinander verbunden werden? Ich weiß es nicht. Und glaubt mir, mit jemandem wie euch verbunden zu sein, ist keine verheißungsvolle Aussicht. Das ist ja nicht schön. Schönen Dank für das Kompliment. Entschuldigt bitte. Natürlich finde ich euch nicht wirklich abstoßend. Ich bin es lediglich nicht gewohnt, etwas derart Persönliches zu teilen. Ich hätte noch eine Frage. Was wollt ihr wissen? Warum haben wir von Malak und Revan geträumt? Vielleicht, weil wir es wünschten. Vielleicht, weil sie auf diesen Planeten kamen und so stark mit der Macht waren, dass sie etwas hinterließen. Eine Spur. Was meint ihr mit einer Spur? Sie haben hier etwas Wichtiges getan, da bin ich sicher. Möglicherweise reagieren wir einfach nur empfindlich auf dieses Ereignis. Vielleicht aber auch nicht. Wir träumten von Revan und Malak, weil es uns entweder vorherbestimmt war oder weil wir mussten. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Glaubt ihr, wir werden weitere Visionen haben? Mit etwas Glück, ja. Ich würde mich auch nicht an solchen Visionen orientieren. Aber wir haben nicht viel, an das wir uns halten können. Und die ganze Galaxis hängt in der Schwebe. Gut, das ist alles, was ich wissen wollte. Wie ihr wollt. Vielleicht sollten wir uns wirklich auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Ja, sollten vielleicht. Komm mal mit. Ach so, wir könnten noch mal gucken.
ob die zwei jetzt in Sicherheit sind und hier jetzt wohnen. Das ist der Spieler. Ist leer. Ah ja. Es tut mir leid, dass wir euch nichts als Belohnung geben können. Unsere Familien haben uns den Geldhahn völlig zugedreht. Hätte uns das Konzil nicht aufgenommen, würden wir jetzt versuchen, uns in der Wildnis durchzuschlagen. Welche Pläne habt ihr jetzt? Der Rat gestattet es uns, hier so lange zu bleiben, wie wir wollen. Doch wir hoffen beide, dass uns unsere Väter vergeben und uns wieder bei sich aufnehmen werden. Wenn nicht, werden wir versuchen, woanders eine Zukunft aufzubauen. Rahasia und ich können euch gar nicht genug für das, was ihr für uns getan habt, danken. Nun haben wir einen Ort, an dem wir unsere Liebe teilen können, ohne uns vor unseren Familien fürchten zu müssen. Und schon Nachwuchspläne. Es freut mich nur, dass ich euch weiterhelfen konnte. Rahasia und ich können den Rest unseres Lebens miteinander verbringen. Und das alles verdanken wir euch. Viel Glück euch beiden. Möget ihr das Glück finden, das ihr verdient. Genau. So. Ja, und jetzt verlassen wir den Planeten. Aber erst nochmal mit dem Rat sprechen. Ah, ihr seid zurück, Padawan. Habt ihr herausgefunden, was Revan und Malak in diesen Ruinen gesucht haben? Wir fanden eine unvollständige Sternkarte und hörten von etwas, das sich Sternenschmiede nennt. Die Neuigkeiten über die Sternenschmiede sind äußerst besorgniserregend. Wir müssen handeln, doch sollten wir uns nicht zur Hast verleiten lassen. Wir müssen die jüngsten Ereignisse angesichts der neuen Informationen neu überdenken. Wir sollten die Jedi-Archive konsultieren, um herauszufinden, ob diese Sternenschmiede erwähnt wird und um was es sich dabei handeln könnte. Wir müssen herausfinden, warum sie Revan und Malak finden wollten. Kehrt zu eurem Schiff mit Bastila zurück. Wir werden nach euch schicken, sobald wir unsere Besprechungen beendet haben. Padawan, ihr habt Großes geleistet, indem ihr die Sternenkarte in den alten Ruinen entdeckt habt. Doch im Kampf gegen Malak und die Sith gibt es noch viel zu tun. Wir Jedi wissen, dass wir die Sith nicht in einem offenen Krieg bezwingen können. Der Rat hat daher einen wichtigen Auftrag für euch, Padawan. Ich habe unsere riesigen Archive zu Rate gezogen, um dieser geheimnisvollen Sternenschmiede auf die Spur zu kommen. Aber meine Bemühungen waren vergebens. Dennoch, der Rat ist sich einig. Die Sternenschmiede muss gefunden werden. Revan und Malak haben danach gesucht, als ihr tragischer Fall begann. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Sternenschmiede ein mächtiges Werkzeug der dunklen Seite ist. Die Sternenkarte in den Ruinen zeigt 4 Planeten. Doch sie ist unvollständig. Sie zeigt nicht den Standort der Sternenschmiede selbst. Wir glauben, dass es auf anderen Planeten ähnliche Sternenkarten geben dürfte. Jede der Sternenkarten ist vermutlich Teil eines größeren Puzzles. Findet die Sternenkarten auf Kashyyyk, Tatooine, Manan und Korriban. So werdet ihr zur Sternenschmiede gelangen. Für mich klingt das nach einem Kamikaze-Auftrag. Ich bin bereit, den Willen des Rats zu erfüllen, natürlich. Die Zahl der Jedi wurde durch den Krieg, durch Deserteure, die sich Malaks Reihen angeschlossen haben, und durch die Meuchelmörder der Sith stark ausgedünnt. Doch uns ist wohl bewusst, wie wichtig dieser Auftrag ist. Doch wenn wir eine ganze Einheit Jedi-Ritter ausschicken würden, würden wir nur die Aufmerksamkeit von Malak und den Sith auf euch lenken und euren Auftrag von vornherein zum Scheitern verurteilen. Soll ich diese Aufgabe alleine bewältigen? Die Geheimhaltung ist unsere beste Verteidigung gegen die Sith. Es wäre aber töricht, euch alleine auf diesen Auftrag zu schicken, Padawan. Bastila wird euch begleiten. Zwischen euch gibt es eine mächtige Verbindung. Eine Verbindung, die sich vielleicht als Schlüssel entpuppt, um die Mysterien zu enträtseln, die Revan entdeckt hat. Johorny hat uns ebenfalls gebeten, euch begleiten zu dürfen. Nach langen Beratungen sind wir zu dem Entschluss gelangt, ihr ihren Wunsch zu gewähren. Johorny ist beinahe der dunklen Seite verfallen. Vielleicht wird euch ihre Anwesenheit an die Gefahren erinnern, die euch drohen.
Wunderbar, Astila und diese Katzenfrau. Sonst noch jemand, den ich beaufsichtigen soll? Nee, es gibt andere, die ich gern mitnehmen würde. Natürlich werden euch auch eure Gefährten begleiten, die euch bereits auf Taris zur Seite standen. Ihre Fähigkeiten könnten sich als nützlich erweisen. Denkt stets daran, dass die Geheimhaltung und unauffälliges Vorgehen für euren Erfolg von entscheidender Bedeutung sind. Ihr werdet nicht verbergen können, dass ihr zu den Jedi gehört und sollt das auch nicht. Doch Malak darf niemals vom wahren Ziel eures Auftrags erfahren. Ihr könnt jederzeit hierher zurückkehren. Dantooine soll ein Zufluchtsort, ein Hort der Sicherheit für euch sein. Hier könnt ihr eure Vorräte aufstocken und uns und andere um Rat fragen. Okay. Verlasst euch auf mich, ich werde nicht versagen. Ihr könnt aufbrechen, wann immer ihr wollt. Je früher ihr aufbrecht, desto besser. Je länger ihr wartet, desto stärker wird Malak. Doch zuerst möchte ich euch noch eine Warnung mitgeben, Padawan. Der Verlockung der dunklen Seite ist sehr schwer zu widerstehen. Ich fürchte, die Suche nach der Sternenschmiede könnte euch auf einen Pfad führen, der euch nur allzu vertraut ist. Das Schicksal der Galaxis liegt in euren Händen, Padawan. Wir beten, dass ihr der Herausforderung gewachsen seid. Möge die Macht mit euch sein. Ja, danke schön. Da würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir uns dann auf den Weg nach Tatooine. Oder wo auch immerhin. Jedenfalls weg von Dantooine. Und dann sehen wir weiter, weil auf Tatooine ist ja vielleicht der Bruder von der Guten. Da könnten wir eine Familienzusammenführung bewerkstelligen. Aber für heute haben wir genug geleistet, denke ich. Und ich sage tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Astronier. Tschüssi.